gibt es in 2023 im Park Neues. Über das Feriendorf haben wir viel, viel gesprochen. Also im Park, ich werde ganz oft gefragt von meinen Nachbarn und von Bekannten, na jetzt im Winter bist du ja zu Hause, hast du ja bestimmt Urlaub. Und dann muss ich aber einmal tief Luft holen, dann sage ich, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, nein, das ist unsere heftigste Zeit. Da geht es darum, alles wieder herzurichten für den Gast, alle Bauprojekte, das werden Sie ja nachher auch sehen, fertigzustellen, alle Planungen zu machen, damit wir eben für die Saison und für alle Gäste vorbereitet sind. Hier ist es so, ein kleines Beispiel, einmal aus unserem Modellbau. Wir machen im Miniland jedes Jahr ein neues Cluster, was wir quasi restaurieren. Dieses Jahr haben wir Hamburg bei uns auf unserer Liste stehen. Wir haben Kreisschiffe, neue Bahnhöfe, 30 kleinere Modelle, also wie Kräne und Container. Wenn Sie später durchgehen, wird man das auch direkt sehen. Also da ist ganz, ganz viel passiert. Und worauf wir sehr, sehr stolz sind, wir haben einen neuen Mitbewohner bei uns, den muss ich genau aufpassen, dass ich richtig sage, Crazy Giant Dino. Sie sehen die Zahlen hier, also insgesamt knapp 260.000 Steine. Ein ganz, ganz tolles Modell. Nach 20 Jahren ist es ja so, dass man die Modelle auch dann wirklich irgendwann dann mal ja, in Rente schicken muss. Und das haben wir gemacht mit dem alten Dino und haben einen wunderschönen neuen Dino bekommen. Wir haben auch eine neue Clownspyramide in unserem Duplo-Spielplatz. Also ich könnte Ihnen hier jetzt noch 20 Slides zeigen, die mein Kollege am Mittwoch all unseren Mitarbeitern gezeigt hat. Nee, am Dienstag all unseren Mitarbeitern gezeigt hat, was haben wir im Winter eigentlich alles ja, refurbished, wie wir das so schön sagen. Was bringt die Saison? Ganz klar, ohne Events geht das nicht und das wollen wir auch nicht. Wir werden am Samstag unseren Saisonstart haben, wir werden den Togo-Tag feiern, dann natürlich 1. 2. April das Antenne-Bayern-Wochenende, da freuen wir uns ganz, ganz sehr drauf. Evergreens wie unsere Show dürfen nicht fehlen. Bei der Show ist ganz schön, dass wir dieses Jahr bis Mitte September die Show haben werden, also solange die bayerischen Ferien sind. Das heißt, wir werden nicht Ende August stoppen damit. Ja, und wenn man es so auf diesem Kalender sieht, dann geht das immer ganz schnell. Dazwischen machen wir noch unsere 3 Feuerwerksnächte und dann wären wir schon wieder bei Halloween. Ist kaum zu glauben, das geht dann hier auf unserem Blatt ganz schnell. Was ich schon gesagt habe, unsere Parade ist so ein riesiger Erfolg, aber auch für unser Team so was Wertvolles geworden, weil das erzählen wir nicht ganz so oft, aber bei der Parade wirkt aus jeder Abteilung täglich, wenn wir die Parade machen, ein bis je nachdem mehr Mitarbeiter mit. Also wir haben da einen ganz klaren Plan dahinter, das heißt auch die Personalabteilung, die Finanzabteilung, die Marketingabteilung, also jeder hat seine Rolle in der Parade und deswegen war es für uns als Teamgefüge auch ein ganz wichtiger und auch eine Herzensangelegenheit für uns, das jetzt schon weiterzumachen. Und wir werden zum allerersten Mal werden wir eine Winteröffnung machen, unser Winter Wonder Legoland. Wir hatten das ganz am Anfang mal in ganz kleiner Form. Damals gab es aber das Resort noch nicht, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir werden Teile des Parks und Teile des Resorts eben dann auch im Winter bis zum 7. Januar geöffnet haben. Wie sehen die Öffnungszeiten aus? Ich habe schon gesagt, also wir werden eine Winteröffnung machen. Die Saison selber startet am 25. März. Wir haben 215 Öffnungstage. Es gibt ein paar Schließtage dazwischen. Da ist unsere Technik auch sehr froh, um dann eben auch Wartungsarbeiten und solche Geschichten in der Zeit auch machen zu können. Dann haben wir doch glatt uns 2,5 Wochen Zeit gelassen, bevor wir dann in die Winteröffnung gehen, die insgesamt 25 Tage sein wird. Das heißt, alles in allem haben wir eine verlängerte Saison bis zum 7. Januar mit 250 Tagen. Bei Winter ist zu sagen, wir werden Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet haben und in den Ferien und den normalen Öffnungszeitenkalender. Ich denke, den kennen Sie soweit schon. Ich sage das immer ganz oft und mir ist es auch sehr wichtig, Teamwork makes the dream work. Ohne das ist es überhaupt nicht möglich. Wir hatten am Dienstag unsere Auftaktveranstaltung für alle Mitarbeiter, die saisonal gestartet haben. Wir hatten dort in unserer Arena über 1200 Mitarbeiter schon hier.
Wie Sie hier sehen, insgesamt sind wir 270 festangestellte Mitarbeiter, die ganzjährig hier arbeiten, und zu Spitzenzeiten geht das dann hoch bis 1800. Das kommt immer darauf an, wie ist die Konstellation, also sprechen wir von einem Minijob, von einem Schülerstudent oder eben Voll- und Teilzeitmitarbeitern. Und ohne so ein starkes Team ist alles das, was Sie bis hierher gesehen haben, überhaupt nicht möglich. Aber ich muss ganz klar sagen, das, was Sie nachher live erleben werden, es tut mir sehr leid für die Online-Teilnehmer, aber ich hoffe, Sie kommen uns besuchen und schauen es sich dann live an. Aber das, was Sie später hier sehen werden, das ist ohne ein Team auch überhaupt nicht möglich, was so kraftvoll da wirklich an jede Aufgabe rangeht. Wir haben es hier noch stehen, also Rehire-Quote, das bedeutet, wie viele Wiederkehrer haben wir im saisonalen Bereich. Sie sehen es, wir haben 81%, da sind wir auch sehr stolz drauf und die brauchen wir auch. Und es ist toll, wenn wir das Wissen eben nicht verlieren. Das Schöne ist auch, dass wir aus 52 Nationen Mitarbeiter bei uns haben. Und das ist mir auch immer ein wichtiger Punkt. Ich selber habe schon im Ausland gearbeitet, weiß, wie es sich anfühlt. Also für mich ist sehr wichtig, dass wir alle hier willkommen heißen und dass wir auch gemeinschaftlich da nach vorne gehen. Lego Mythica. Ich habe Ihnen gesagt, liebe Online-Teilnehmer, Sie werden es jetzt auf den Bildern sehen und bitte kommen Sie gerne vorbei und schauen Sie sich es irgendwann live an. Wir tauchen jetzt ein in den 11. Themenbereich im Legoland.